So. Dann kann ich das hier noch einsammeln. Was? Nein, das wollte ich eigentlich nicht. Lara! Wir hörten die Explosion und dachten... Alex. Er war noch auf dem Schiff. Die Überlebensrate in deiner Gesellschaft ist ziemlich gering. Reyes! Dann komm mir besser nicht zu nahe. Wir essen jetzt, ja? Die blöden Mistkerle rühren sich nicht, aber das kann sich schnell ändern. Und wenn ich schon hier sterben muss, dann bitte nicht hungrig. Nur wer satt ist, behält seine Seele. Endlich mal ein positiver Gedanke. Sobald Reyes mit dem Boot fertig ist, geht's zurück in die Zivilisation. Und wir werden Wahnsinnsgeschichten erzählen können. Ja, Wahnsinn. Ich hoffe, ich muss Himikos Namen nie mehr hören. Wir können mit der Flut in See stechen. Nein, können wir nicht. Jetzt lass doch mal gut sein, Lara. Nicht nur Lara denkt, wir sitzen in einer Falle, Reyes. Mathias mag verrückt sein, aber er war sich ganz sicher. Ich sah es in seinen Augen. Er denkt, Himikos Wiederbelebung ist der Schlüssel, um die Insel zu verlassen. Gott, das klingt verrückt. Aber dieser ganze Ort ist verrückt. Die Stürme sind nicht natürlich und das müssen wir einsehen. Sie hat recht. In dem Sturm auf der Endurance fühlte ich es. Etwas Dunkles, was Lebendiges. Dieser Ort ist verhext. Wohin gehst du? Unter der alten Basis in den Klippen sind Ruinen. Etwas da drin lässt sie glauben, sie hätten Kontrolle über die Stürme. Ich muss rausfinden, was es ist. Sobald wir bereit sind, geht's los. Auch ohne dich. Ich gehe nicht ohne dich. Sturmjägerin, klettern Sie zur Forschungsbasis hinauf. Ja, ich weiß nicht, ich kann... Kann ich mit denen hier reden? Sam hat viel durchgemacht. Deshalb passe ich etwas auf sie auf. Sie muss etwas schlafen. Viel Glück bei der alten Basis, Lara. Ich wünschte, ich könnte mitkommen. Wer weiß, welche Geheimnisse du entdeckst. Ja, ich mach das lieber ohne dich. Wir sollten besser nicht reden. Ja, glaube ich auch nicht. Sam? Achso, die schläft. Kann ich mit ihr reden hier? Und? Hast du, was du brauchst? Ja. Sobald dieses Teil repariert ist, müssen wir nur noch die Ventile reinigen. Bleibst du hier? Nein. Ich sehe mir die alte Basis in den Klippen an. Dann solltest du gehen. Wir werden nicht auf dich warten, Lara. Ich habe keine Zeit zum Reden. Ich muss mich um dieses Teil hier kümmern. Okay. Wenn ich zu der Ritualkammer im Kloster will, müssen wir das Boot reparieren. Ich weiß nicht, wie ich die anderen überreden soll, damit landeinwärts zu fahren, statt weg von der Insel. Aber ich muss einen Weg finden. Reyes wird ein Problem sein. Sie will zurück zu ihrer Tochter. Und sie trauert um Roth. Wie wir alle. Ich weiß immer noch nicht genau, warum Mathias ausgerechnet Sam wollte. Aber das spielt auch keine Rolle. Sie ist wieder bei uns. In Sicherheit. Okay, ich glaube, ich darf wieder. 8 von 10 Laras Tagebüchern gefunden. Okay. Ich muss ja grundsätzlich sagen, ich kann die Reyes ein bisschen verstehen, aber ich meine, man merkt ja wirklich, also es ist ja nicht so, dass das so willkürlich kommt, das ganze Wetter hier. Also das muss man ja auch einsehen, sonst wären die anderen ja auch hier alle mal abgehauen von der Insel, sondern die sind hier alle gefangen. Und da muss man auch mal ein bisschen dann, sag ich mal, durchaus ja, ich sag mal, begreifen, dass es halt nicht gegebenenfalls geht und dass man natürlich erstmal die Ursache des Übels finden muss. Und ich bin mega gespannt drauf, was das ist. Also ich weiß nicht, ob das eine Technologie ist, ob das einfach, sag ich mal, eine Art natürliches Phänomen ist, was man irgendwie steuert. Also sprich, dass man, keine Ahnung, irgendwelche chemischen Stoffe freisetzt, keine Ahnung, oder ob es wirklich Magie ist. Wir lassen uns mal überraschen.
Muss ich jetzt eigentlich hoch, ja, ne? Ja, Strand mit Schiffswrack. Ich habe hier zwei Wegpunkte, witzigerweise. Okay. Okay, jetzt kann ich wahrscheinlich dann auch die Tür hier aufmachen. Das ging vorher wahrscheinlich nicht, weil das eine Eisentür ist. Okay. Okay, ich habe mich gerade gewundert, warum die Tür genau so jetzt hier festgesteckt ist. Aber das lag natürlich daran... Achso, ist der Mund. Ich dachte, da liegt ein Geocache. Lag natürlich daran, dass da Scharniere sind. Okay, den Hebel hier. Einmal umdrehen, bitte. Na, komm schon. Ja. Der Aufzug ist sehr vertrauenserweckend. Achso, ich musste manuell hochklettern. Okay, das ist gut. Ich dachte jetzt, der fährt vielleicht tatsächlich noch. So. Dann schauen wir mal, dass wir da hochkommen. Die Frage ist, wo komme ich da hoch? Muss ich da rüber? Nein. Wo komme ich da hoch? Ach, da drüben. Okay, das habe ich nicht gesehen. So, wo sind wir denn hier jetzt gelandet? Sturmjägerin, betreten Sie die Forschungsbasis. Okay, jetzt ist das hier nämlich auch freigeschalten. Hier das Dokument, das hatten wir vorhin gesehen, da war ein Schloss drauf. Und jetzt hatten, da wir den neuen Ausrüstungsgegenstand hatten, sind wir da auch ganz erfolgreich hingekommen. Okay, da war doch wer. Ne, hatten wir es ausgesehen. Okay. So, dann holen wir uns die Kiste hier schnell. Hallo? Na komm, und auf geht's. 3 von 3 Teile gefunden für den Bogen. Modifizierung verfügbar. Finden Sie ein Lager. Ich weiß gar nicht, warum ich das eigentlich immer noch vorlese. Wahrscheinlich aus Gewohnheit. So. Okay, da unten waren wir schon mal. Jetzt einfach hier hoch. Da ist, glaube ich, auch wieder ein Lager, wenn ich das richtig gesehen habe. Achso, da geht's hoch. Okay. So. Ich frage mich ja, ob man da wirklich an Bergen ansatzweise so hochklettern kann oder ob das wirklich alles rein fiktiv ist. Nein, ich will darüber. Achso, da geht's lang. So, dann hören wir kurz in das Buch rein. Diese Insel ist mehr, als ich erhofft hatte. Die Bewohner sind natürlich völlig wahnsinnig. Und die armen Leute von der Endurance, eine Tragödie. Aber ehrlich, es ist gut für die Dramatik. Hier ist nicht nur das mythische Land Yamatai, sondern es gibt Schiffswracks und moderne Kultisten. Das rechtfertigt mindestens 2 Dokumentarfilme, vielleicht sogar eine Serie. Meine Güte, dieser Ort wird die Fantasie der ganzen Welt beflügeln und ich werde im Zentrum von all dem stehen. Diese Erleichterung, ich habe aufs richtige Pferd gesetzt. Ich muss jetzt nur vorsichtig sein. Die Situation kann jederzeit außer Kontrolle geraten. Sobald mir dieser Matthias zuhört, kann ich ihn überzeugen, dass eine Zusammenarbeit allen nutzen würde. Schließlich kann er doch nicht ernsthaft glauben, was er diesen Männern predigt, oder? Sie sind orientierungslos und verwirrt. Ich werde sie alle in die Zivilisation zurückbringen. Die Sponsoren werden dafür Schlange stehen. Diese Story ist gewaltig. Was? Also ich konnte ihn ja von Anfang an nicht leiden, aber das ist schon... Was? Whitman, meine große Entdeckung. Whitman hat seinen Verstand verloren. Seine Besessenheit von Ruhm und Reichtum hat ihn voll und ganz
vereinnahmt. Offensichtlich. Also dem ist irgendwie alles egal. Hauptsache, er hat dann letztlich seinen seinen Erfolg. Achso, da hoch. Es ist unglaublich. Er war mir von Anfang an ein Unsympath. Ja. So, Entschuldigung, dass ich nochmal runtergegangen bin, aber wenn wir schon mal da sind, nehme ich auch gleich den Geocache noch mit. So. Das ist unglaublich, dieser Whitman. Wie aus dem Lehrbuch. So, ja, da unten sehen wir das Feuer, sehr schön. Ist das die Endurance da hinten? Oder ist das ein anderes Schiff? Ist das ein Sturm da hinten? Cool, da hinten stürmt's. Da... Ich weiß nicht, ob das gerade Schnee war, was ich gesehen habe, oder einfach nur Staub ist. Naja. So, da gehen wir mal hoch. So. Betreten Sie die Forschungs... Ups. Betreten Sie die Forschungsbasis. Okay. Na, komm schon. Muss ich das noch weiter ranziehen? Ich weiß nicht, ob das reicht. Ernsthaft? Das soll reichen? Okay. Offensichtlich. Das muss ich auch noch ranziehen, glaube ich. Das reicht nämlich sonst nicht. Okay. Das ist fies, weil das hat nämlich nicht geleuchtet vorhin. So. Ja, ist klar. Wo muss ich jetzt hin? Ich glaube, ich muss... Okay, ich muss da runter. So. Okay. Achso. Wieder nach außen rumklettern, ist klar. Also ganz ehrlich, ich würde 1000 Tode sterben, wenn ich da langklettern müsste, hochklettern müsste. Das ist, ja. So. Halt aber. Achso, das war das. Okay. Ich will nicht, dass die mich entdecken. Halt. Ich will die normalen Pfeile. Okay. So. So, schnell looten. Okay. So. Toll. In dem Grab, das ist jetzt in der Forschungsbasis in Oni, oder wie? Na toll. Ich wusste ja, die müssen wir früher oder später, den müssen wir früher oder später begegnen. Komm ich? Achso, hier hoch. Was haben wir hier eigentlich? Man sieht nichts, okay. So. Dann
hier nochmal schnell nach oben. Was haben wir hier? Haben wir hier irgendwas? Zack! Einmal anbinden, bitte. So. Bin ich hier richtig? Ja, ich glaube schon. Okay. Und alle ab. Ah, Mann. So. Ist da wer? Ne. So. Ist hier unten noch irgendwas? Nein, hier ist nichts. Der Mond. Cool. Schön. Achso, okay. Dann da hoch. Dann müssen wir das hier noch aufmachen. Und zack. So. Dann haben wir hier noch irgendwie Wandmaler. Also, Tagesdinge oder Jahreskalender, also praktisch einfach hat jemand Tage, Monate, Jahre gezählt, keine Ahnung. So, und weiter. Okay, da haben wir. Da müssen wir her. Sturmjägerin, entdecken Sie das alte Grab. Muss ich da jetzt runter oder? Ne, ich muss da runter. Okay. Au. Okay, da haben wir einen Geocache. Forschungsbasis Set begonnen. 1 von 3 Geocaches. Okay. So. Noch was zu essen hier, sehr schön. Dann hier hoch. Da haben wir noch eine Reliquie da hinten. Genau genommen. Hier haben wir. Ne. Toll. So nah und doch so fern. Schön. Ja, da komme ich von der anderen Seite wahrscheinlich gleich hin. Dann gehen wir mal hier durch. So. Also die haben doch gesagt, da kommen doch... Hier sind doch Oni in diesem Ding. Das heißt, den werde ich doch bestimmt auch gleich begegnen. Hat mich jemand gefragt, ob ich das will? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich habe da kein großes Mitbestimmungsrecht, oder? Da haben wir noch Munition. Ist da noch irgendwas hier... ja, da oben ist noch irgendwie ein Relikt oder keine Ahnung was. Was? So viele Leichen. Leiser jetzt. Die Oni sind hier. Und sollen sie uns etwa finden? Sei ruhig und halte nach dem Mädchen Ausschau. Okay, da hinten ist noch ein Tagebucheintrag. Ah, da haben wir ein Lager. Wo sind die? Ach, sind die hinter der Tür da, oder wie? Okay. Neues Lager entdeckt. Forschungslabor. Okay. Da hören wir ganz kurz rein. Kurz nach der Entdeckung des Grabs kamen die Oni. Zuerst gingen die Lichter aus und dann begannen die Schreie. Waren es unsere oder ihre? Der schreckliche Ton tobt immer noch in meinem Kopf. Sie trugen die Rüstung meiner Vorfahren und sie töteten uns mit uralten Klingen. Schüsse, Schreie, Blut. Wir konnten sie nicht aufhalten. Alles stürzte ins Chaos. Dann herrschte Stille. Sie waren fort. Oh Gott.
Gott, warum sind sie gegangen? Warum haben sie uns nicht alle getötet? Hauptmann Osaka hat jetzt das Kommando. Wir verlassen die Basis, aber nicht die Insel. Wir gehen ins Landesinnere, zum Kloster. Es gibt keine andere Lösung. Wir müssen den Oni folgen. Wir alle. Wenn wir den Stern nicht kontrollieren können, müssen wir ihn zerstören. Soldat, erwachen. Derselbe Soldat und wieder erwähnt er die Oni. Sind das vielleicht die Dinge, die ich im Kloster gesehen habe? Ja, ich würde mal sagen, das sind die. Und ich würde denen, glaube ich, nicht begegnen wollen. Okay, kann man hier... Unsicheres Lager. Lager könnte ich benutzt werden, wenn Feinde in der Nähe sind. Also. Okay. Wie ich denn immer so still werde dann. Das ist immer wieder toll. So. Ah, jetzt kann ich es benutzen. Jetzt sind die Feinde weg. Ich mache noch schnell die Tür hier auf. Zum Glück habe ich die vorher nicht aufgemacht, sonst wäre ich nämlich direkt vor dem Typen gestanden, glaube ich. Okay. So. Sportbogen. Waffe modifizieren. Compoundbogen zu Sportbogen. Alle bisherigen Upgrades bleiben aktiv. So, Upgrade gemeistert. Wir haben einen Fähigkeitenpunkt. Und ich würde wirklich sagen, ich glaube, dass diese hier sind wirklich nur dafür da, um irgendwelche Bonuserfahrungen zu kriegen, dann wenn wir wirklich Kills mit diesen Waffen dann machen, was dann hier draufsteht. Und ich muss sagen, dann würde ich erstmal lieber das mit dem Knochensammler machen, dass wir Tierkadaver besser plündern können für mehr Bergungsgut. Das sollte, glaube ich, ein bisschen besser funktionieren dann. Und tierische Instinkte, ja, das würde ich dann danach machen. Weil diese Bonus-Dinge, ich glaube, das machen wir so gut wie nie und das kann ich dann zum Ende hin dann machen. Dann haben wir das. Sammeln Sie Bergungsgut beim Plündern von Tierkadavern. Okay. So. Dann haben wir das dann auch alles fertig dann. Dann schauen wir uns mal ganz kurz den Bogen an. Okay, wir haben hier jetzt den Sportbogen. Was können wir jetzt noch machen? Explosive Pfeile. Diese Pfeile sind mit Granatenspitzen versehen, die beim Einschlag explodieren. Das ist schön. Gegengewicht. Stabilisierende Gewichte verbessern die Präzision und erhöhen damit den Schaden. Durchdringende Pfeile. Aufgeladene Schüsse durchschlagen Panzerung und können so mehrere Ziele treffen. Okay, cool. Achso, kann ich hier was upgraden? Nee, ne? Nein. Da brauchen wir noch ein bisschen Bergungsgut dafür. Okay. Ich würde dann an dieser Stelle tatsächlich eine Aufnahmepause jetzt mal machen. Würde mal gucken, ob das mit der Aufnahme alles sauber dann durchgelaufen ist, ob das passt. Und ja, dann die Videos auch gleich noch schneiden, hochladen und dann... Ja, würde ich sagen, vielen Dank bis dahin fürs Zuschauen und wir sehen uns dann wieder in der nächsten Aufnahme. Tschüss!